Schmidi und du hat heute aus dem Hotel Aviva Making Friends in St. Stephan am Walde. Und hier hinten mein Arbeitsplatz. Und heute geht es um das Thema, warum immer nur aufs Wochenende hinarbeiten. Bleib unbedingt dran und schau dir das Video von Anfang bis zum Ende an. Und ja, ich komme gerade von da unten, von dem See. Traum auf dir, extrem cool und bis bald. Dranbleiben. Eben noch im Hotel Avia gewesen und jetzt schon in Passau. Und das ist das Tourlife, wenn du so als Tourmanager unterwegs bist, wenn du mit Künstlern unterwegs bist. Und heute gibt es wieder ein spontanes Video von mir, ein kleines Update, ein Gedanken-Mindset-Booster, um dich mal ein bisschen anzuregen, über das eine oder andere nachzudenken. Und letztens, als ich in Passau war, habe ich dieses nette Lokal hier gesehen und gedacht, ich muss hier unbedingt einen Kaffee trinken. Und jetzt sitze ich hier im Hintergrund die Donau und ich arbeite hier. Ich bin richtig, richtig dankbar, dass ich das gerade hier erleben darf. Und die Frage ist, arbeitest du nur aufs Wochenende hin und zelebrierst das Wochenende oder liebst du das, was du tust? Und ich liebe das, was ich tue. Aktuell sitze ich hier und arbeite ich. Da hinten ist die Donau und da draußen ist wundervolle Terrasse. Hammer, oder? Und oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die das Leben lebenswert machen. Heute aktuell in Passau und hinter mir die Luxuskreuzfahrtschiffe, die hier den Donau entlang fahren Richtung Wien, weiter Budapest und so weiter bis zum Schwarzen Meer teilweise. Und die Frage ist, wie schaut es in deinem Leben aus? Ganz kurze Geschichte möchte ich dir erzählen. Jetzt bin ich in diesem Restaurant da drüben gesessen. Letztes Mal, als ich da war, habe ich das entdeckt. Und ich mir geschworen, wenn ich das nächste Mal nach Passau komme, dann muss ich dort unbedingt einen Kaffee trinken. Und der Kaffee war, naja, kann man trinken, durchaus gut, aber darum geht es gar nicht. Ich saß dort, habe an meinem Laptop gearbeitet und ich zahlen wollte, fragte sie mich, ob ich hier gearbeitet habe. Und ich erzähle dir dann, was ich so mache, dass ich mit unter anderem auch online meine Profite ganz automatisiert vermehre. Und sie war richtig erstaunt. Sie fragte mich, wie das mit dem Internet geht, wie das genau funktioniert mit Laptop und Handy und Co. Ich meinte dann nur eines, ob sie einen Kugelschreiber hat, damit ich ihr meine Nummer aufschreiben kann und ihr somit ganz unverbindlich Informationen zukommen lassen kann. Und ich habe auch gesagt, ich kann das gern alles in Ruhe mal erklären. Und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Freie Entscheidung. Nur, diese Grundsatzeinstellung, um die es in meinem Leben geht, arbeitest du nur auf das Wochenende hin, um das zu zelebrieren? Machst du deinen Job, weil du deinen Job machen musst? Oder lebst du bewusst dein Leben und liebst du, was du tust? Und ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob diese Dame wirklich liebt, was sie tut. Und es geht gar nicht darum, ob du deinen Job liebst oder liebst. Die Frage ist immer, wie schaut es grundsätzlich aus in deinem Leben? Liebst du dein Leben? Was für Tipps kann ich dir mitgeben in meinem Video? Und zwar folgendes, es ist im Leben nicht immer alles happy peppy. Die Frage ist nur, wie du mit der Gesamtgrundeinstellung dein Leben lebst. Und es geht auch nie darum, jetzt alles liegen und stehen zu lassen oder der Job ist schlecht oder dieses. Ich finde, dass Arbeit definitiv auch Spaß machen soll. Dass da Tage dabei sind, wo es nicht so läuft, gar kein Thema. Nur, was kannst du jetzt beherzigen? Was kannst du machen, wenn du sagst, da könnte man das eine oder andere noch ändern? Tipp Nummer 1, Pause machen, so wie ich gerade. Um sich Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, ob alles im Leben passt. Oder ob da vielleicht irgendwo noch etwas besser laufen könnte. Tipp Nummer 2, also ich wiederhole, nimm dir mal bewusst Zeit. Das ist mein Tipp, den ich dir wirklich vom Herzen dir mitgeben darf. Ich habe gestern meinen Ziele-Challenge-Coach gehabt, Coach gehabt
und mir überlegt, was mir in den nächsten 6 Monaten wichtig ist, welches Ziel ich erreichen will, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder gibt es neue Ziele. Und ich habe dafür bewusst Zeit genommen, um Zeit zu haben, weil es mir wichtig ist. Deswegen nimm dir mal bewusst Zeit für dich. Der nächste Tipp, der zweite Tipp, ganz, ganz, ganz wichtig, mach's nebenbei. Was bedeutet das? Fang nebenbei an, mit kleinen Schritten langfristig Großes im Leben zu verändern. Abgesehen davon, wenn dein Leben rockt und alles in Ordnung ist, perfekt. Nur red es dir bitte nicht schön. Was meine ich damit? Rede dir nicht ein, alles ist happy peppy, wenn es nicht so ist. Und das machen wir gern, weil Blockaden und so weiter befinden sich ja auch oft im Unterbewusstsein. Das heißt, wir bestrahlen gewisse Themen aus und wissen gar nicht genau, warum wir gerade so ticken, wie wir ticken. Warum das so ist, wie es ist. Und das ist ganz gleich, ob das jetzt im Online-Business ist, wo vielleicht der Erfolg fehlt, oder generell im Job oder bei Beziehungen. Ganz gleich. Und wir glauben oft, dass alles schön ist und ich, nein, ich brauche kein Coaching, ich brauche das nicht, ich brauche dieses nicht, ich brauche keinen Mentor, wie soll mir der noch helfen und warum und das und jenes. Oft ein Irrglaube. Deswegen Tipp Nummer 2. Wenn du im Leben anfängst, etwas zu verändern, dann machst du mit kleinen Schritten. Nimm dir vielleicht einen Mentor, einen Coach, der dich unterstützt, der vielleicht das ein oder andere Thema wegmacht, aber fang wirklich an, nebenbei Dinge zu verändern. Und nicht von heute auf heute alles liegen und stehen lassen und einen Cut machen. Kannst du machen, fehle ich nicht. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Mit kleinen Schritten anfangen, auch beim Online-Business. Nebenbei dir etwas aufbauen, nicht von heute auf heute den Job kündigen und sagen, ich mache das jetzt, weil es wird möglicherweise von Anfang nicht so laufen, wie es laufen sollte. Auch ich kämpfe ja immer noch wieder mit Herausforderungen und mit Rückschlägen und so weiter. Die Frage ist nur, machst du weiter? Und wenn du noch eine gewisse Sicherheit hast von vielleicht einem Fixeinkommen und so weiter, dann kannst du Step by Step dir nebenbei etwas aufbauen. Und das funktioniert. Das funktioniert zu 100%, wenn du es durchziehst. Durchziehen und dranbleiben, auch hier bei meinem Video kommt gleich Nugget Nummer 3. Tipp Nummer 3, der kommt wirklich auch vom Herzen wieder. Vielleicht hast du dich gerade gefragt, warum ich dir das Armaturenbrett vom Mercedes gezeigt habe. Es hat sämtliche technische Hilfsmittel. Es hat Hilfsmittel, Unterstützungen, damit du beim Autofahren noch schneller und sicherer an dein Ziel kommst. Es unterstützt dich. Fahrspurassistent, Tempomat, Navigationssystem. Es zeigt dir den Weg an und es unterstützt dich und sorgt für Sicherheit in deinem Leben während deiner Autofahrt. Und deswegen, das heißt Tipp Nummer 3 und der kommt wirklich vom Herzen, nimm dir einen Mentor oder nimm dir jemanden, der dir zeigt, wie es funktioniert. Der dir möglicherweise auch die Abkürzung zeigt, den schnelleren Weg. Und dann ganz wichtig, zieh es durch. Das heißt, wenn du nebenbei anfängst, dir was aufzubauen, dann plane. Dazu gibt es sehr, sehr gute Videos auch auf meinem Kanal, wie du am besten auch in den Tag startest, planen und so weiter, Morgenroutine. Und dann zieh es durch. Dann nimm dir einfach auch die Zeit, um nicht nur dir einen Monat Zeit zu nehmen, sondern vielleicht auch mal 2-3 Monate Zeit zu nehmen, um nebenbei etwas aufzubauen und vielleicht einmal so 3-5 Jahre, um nebenbei was aufzubauen. Denn die Frage, die ja ganz wichtig ist, arbeitest du bis zu deiner Pension oder könntest du dir vorstellen, auch mit jungen Jahren, mit 18, 19, einfach dir nebenbei anzufangen, etwas aufzubauen? Und weißt du, es ist immer so ganz witzig, weil ja viele Menschen meinen, naja, was hast du schon erreicht im Leben und wo bist du gerade und was machst du und wie viel verdienst du schon? Es geht nicht darum, was du schon erreicht hast. Es geht darum, wo du stehst und wo du noch hin möchtest. Und wenn du mal hinfällst, weil es vielleicht gerade nicht so passt, ob du weitermachst, um deine Träume und Ziele zu erreichen. Das ist Gold wert. Das ist wirklich Gold wert, einfach weiterzumachen. Weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Zum Schluss möchte ich dir noch einen Bonus-Tipp mitgeben, der mir immer wieder hilft und immer schon geholfen hat. Wenn du dir nebenbei etwas aufbauen möchtest, online, offline, dann mach es mit Spaß an der Sache. Das Ganze muss Spaß machen. So wie ich am Wochenende arbeite und mir es nichts ausmacht, weil ich es liebe, was ich tue, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich so als Tourmanager unterwegs bin und Künstler betreue,
dann habe ich immer wieder auch mal ein bisschen Zeit nebenbei, um zu relaxen, abzuschalten, um dann am Abend 110% zu geben. Oder wann auch immer die Show ist. 110%. Ganz klar auch hier, bestes Service, bester Job. Und wenn du dir nebenbei etwas aufbaust, dann gib in der Zeit, wo du dir die Zeit nimmst, auch immer 110%. Nur mach's mit Spaß an der Sache, gönn dir was. Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, du vielleicht Kinder zu Hause hast oder eine Frau, oder du einfach keine Ruhe findest, um zu arbeiten, um zu telefonieren, dann mach Tapetenwechsel, leg dich an den Pool. Wenn du langfristig zum Beispiel ortsunabhängig arbeiten möchtest, die Welt bereisen möchtest, dass deine Träume und Ziele sind, dann mach es jetzt schon. Gönn dir was, geh in ein Lokal und arbeite dort. Leg dich an den Pool oder wohin auch immer. Mach's mit Spaß an der Sache. Wenn es Spaß macht, dann ist es überhaupt kein Thema, auch mal am Wochenende zu arbeiten, um an deinen Träumen und Zielen zu arbeiten, um diese dann zu erreichen. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus diesem Video. Abonniere jetzt meinen Kanal, übrigens auch die Glocke, damit du immer up to date bleibst und kein einziges Video mehr verpasst. In diesem Sinne, dranbleiben, Kanal abonnieren, unten die Glocke oder wo auch immer. Ding Dong und bis bald, dein Werner Schmidt.